Die Avocado ist ein sehr schöner Baum und es gibt auch über 100 verschiedene Sorten und mir schmeckt einfach Avocado richtig gut und es ist eins auch der bekanntesten Früchte auf der Welt. Und es ist halt so, dass ich sehr viele Avocados auch zum Spaß gezüchtet habe, einerseits auch eine Erfahrung damit zu bekommen, wie man halt auch Avocados anbaut, welche Bedürfnisse sie auch benötigen, damit ich sie vielleicht später in tropischen Gebieten auch nachhaltig anbauen kann. Und das ist halt dann noch so viel geworden, dass mein Vater gesagt hat, dass er jetzt nicht unbedingt die ganzen Avocado-Bäume wieder zurück ins Haus stellen möchte, weil es einfach viel zu viel geworden ist und der Platz halt auch nicht reicht. Und mir dann mehr oder weniger dann gesagt hat, dass ich dann meine Entscheidung halt auch treffen muss, weil so viele möchte er jetzt nicht im Haus haben. Das heißt, entweder ich werde die irgendwie los an die Leute oder die werden einfach erfrieren oder eingehen. Und genau das habe ich aber dann auch gemacht. Ich habe halt auf Facebook und auf Telegram und auf YouTube habe ich einen Aufruf gestartet, dass ich halt die Avocado-Bäume, die ich jetzt halt übrig habe, wahrscheinlich mehr als 100 Stück, die ich da jetzt hatte oder noch mehr, dass ich die einfach umsonst hergebe und einfach natürlich auch, dass das Porto auch gedeckt ist, damit ich keine Mehrkosten habe. Und das habe ich auch gemacht und den ersten Aufruf, beziehungsweise nach der ersten Woche habe ich dann ungefähr 15 Pakete abpacken müssen, sogar eins nach Portugal und habe da ungefähr 60, 70 Avocado-Pflanzen dabei mit versendet. Der ganze Spaß hat auch richtig lange gedauert. Alleine das Abpacken der ganzen Avocados hat ungefähr 3,5 Stunden gedauert. Dann natürlich auch noch die ganzen Avocados raussuchen, die dann auch schön und optimal sind. Hat auch so ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Und dann die ganzen Versandetiketten ausdrucken, auch ungefähr eine Stunde das Ganze eintippen, dann das Ganze ausdrucken. Da hatte ich auch nochmal ein Problem mit meinem Drucker, weil die Tintenpatrone sich schlecht auffüllen lassen hat. Das ist auch wieder eine Technik für sich, die ich jetzt auch nicht so gut heiße, die ganzen Tintenpatronen da auffüllen. Also wer das schon mal kennt, ist wirklich, es hat mich dann schon ein bisschen genervt, warum das so ist. Deswegen muss man dann nochmal zusätzlich eine Tintenpatronen dann nochmal kaufen, sind da extra dafür in die Stadt gefahren und so alles zusammen hat das jetzt die ganze Aktion ungefähr 5,5 bis 6 Stunden gedauert, bis ich die ganzen Avocados abgepackt habe, die ganzen Versandetiketten ausgedruckt und dann alles weggeschickt habe. Jetzt noch ein paar Infos zur Avocado. Also hier in Deutschland ist es sehr schwierig, Avocado im Freiland anzubauen, weil sie hat da optimale Klimabedürfnisse benötigen. Ich habe von einem Kumpel gehört, dass es hier in Deutschland einen Avocado-Baum gibt. Steht halt in einem Industriegebiet, wo halt dann eher dieser Baum von Gebäuden umgeben ist und die heizen halt dann auch die ganze Zeit. Das heißt, der Baum ist halt in so einer Art subtropischen Klimazone, wo der Frost den nicht ganz so trifft, weil der halt auch einfach geschützt ist von den Wänden, die auch Wärme mit abgeben. Also man muss halt einfach schauen, dass der Baum frostfrei ist, dann kann man das auch in Deutschland schaffen, zum Beispiel an der Hauswand und dann wird es auch funktionieren. In London zum Beispiel stehen auch sehr große Avocado-Bäume im Freiland. Da habe ich auch ein Video gesehen. Das ist einfach wegen dem Golfstrom. Da kommt man halt auch da warme Winter auch zu Zuge. Das heißt, die haben nicht so einen ganz starken Winter wie hier auf der Kontinentalebene bei uns, wo halt dann auch die kalte Luft dann rüberkommt. Von Russland zum Beispiel. Und im Allgemeinen braucht halt so ein Baum ungefähr, sagen wir mal, 10 Jahre, bis er anfängt, Blüten zu bilden. Und da braucht man auch die optimalen Bedingungen, dass der halt auch diese Blüten dann auch zu Früchten ausbildet. Wie gesagt, da ist halt ein Wärme ein nötiger Punkt. Und momentan in Deutschland haben wir ja nicht das richtige Klima, kann sich vielleicht auch noch später noch ändern. Wer weiß, was in 10 Jahren zum Beispiel ist. Und solange kann man das halt zum Beispiel also auch als schöne Zierpflanze nutzen. Wichtig halt auch bei der Avocado ist, dass die halt irgendwann anfangen, so Verästelungen zu machen. Also verzweigen sich und die hängen dann auch irgendwann runter. Ich war ja auch zum Beispiel in Costa Rica, da habe ich Avocado-Bäume gesehen. Die haben halt so hängende Äste, die dann um den Stamm auch ein bisschen schützen. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig dann auch in kühleren Regionen. Da habe ich zum Beispiel auch ein Video in Australien gesehen. Die hatte dann auch diesen Avocado-Baum bei ihr stehen und die haben auch ungefähr ein ähnliches Klima wie wir. Auch mit kühlen Winter und dieser Avocado-Baum, wenn diese Blätter so runterhängen, das dient einfach so als Isolationsschicht vom Stamm, dass der einfach vor Kälte und kühler Luft geschützt wird. Also es ist auch zum Beispiel sehr wichtig, dass dieser Avocado-Baum sich zum Beispiel verästelt und natürlich, da gibt es auch diese Schattenseiten, die ganzen Avocado-Plantagen, die angebaut werden.
mit dem ganzen Wasserverbrauch. Ja, Avocados brauchen sehr viel, haben einen hohen Wasserverbrauch und so wie sie momentan angebaut werden in vielen Regionen, ist es eine Katastrophe in Wüstengebieten, in trockenen Gebieten, wo man dann sehr viel Wasser pumpen muss. Man kann es auch sehr gut mit Permakulturmaßnahmen sehr gut handeln, dass halt der Avocadobaum trotz seines hohen Wasserverbrauchs nicht so viel Grundwasser zum Beispiel zieht. Das haben wir das mal mit Permakulturmethoden ziemlich gut bewerkstelligt bekommen, dass es auch einen sehr nachhaltigen, naturnahen Weg geht, auch Avocados anzubauen. Ja. Wer Interesse an so einer schönen Zierpflanze hat, der kann mich gerne anschreiben. Ich habe noch genug Avocado-Bäumchen bei mir hier. Ich kann noch sehr viele versenden. Wie gesagt, entweder sie erfrieren oder sie gehen ein, weil so viele kann ich bei mir nicht wieder zurück ins Haus reinstellen von meinem Vater. Du könnt euch einfach gerne melden, wenn ihr zum Beispiel Freunde habt, Familie habt, das denen einfach schenken. Oder was ich auch gehört habe, dass da manche es für Schulklassen organisiert haben, dass sie sich halt Avocado-Bäumchen da organisieren, damit man den Kindern etwas der Natur näher bringt. Finde ich eine sehr schöne Sache. Und sonst möchte ich das Video jetzt hier beenden. Noch die kurze Abmoderation, das Übliche halt. Kommentieren, abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Das Video auch teilen, alles mögliche drum und dran für den Algorithmus. Ihr könnt mir auch gerne Spenden zukommen lassen per PayPal, Patreon oder per Bankverbindung, dass sich das zum Beispiel sowas refinanziert, weil ich da auch sehr viel Arbeit da in die Avocados gesteckt habe. Mit der ganzen Erde, mit der ganzen Pflege, Stunden über Stunden. Sehe ich sehr gerne. Hilft mir auch unabhängig zu bleiben und weiterhin Videos für euch zu produzieren. Also auch danke dafür. Findet ihr alles auf meiner Webseite, genauso wie Kurse, Einzelcoachings, Gruppencoachings, Monatscoachings und auch meine Telegram-Gruppe zur schleimfreien Heilkost bzw. veganen Rohkost, schleimfreien Heilkost und auch dem Fasten. Ist eine Arbeitsgruppe, wo auch viele verschiedene Dateien, Bücher, meine Erfahrungen mitgeteilt werden, wo ich dir dabei helfen möchte, auf das nächste Level in Sachen deiner Gesundheit zu kommen und dich von sämtlichen Krankheiten zum Beispiel zu befreien. Und natürlich auf meiner Website findet ihr auch meine Saatgutliste und auch eingekochte und fermentierte Sachen für euer Lager im Winter. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.